Herzlich willkommen zu Am Rande der Bande, dem Videoblog zu den Krefeld-Pinguinen von der Westdeutschen Zeitung. Ja, ein turbulentes Wochenende liegt hinter uns, turbulente Tage mit der Entscheidung, ob die Krefeld-Pinguine weitermachen oder auch nicht. Und im Moment stehen die Zeichen sehr gut, denn wir haben auf jeden Fall die Chance, dass die Zukunft des deutschen Eishockeys mit den Krefeld-Pinguinen weitergeht. Unsere Interviewpartner Philipp Hugisser und Alex Trivelato haben sich gegen Augsburg mit einem Tor in die Torschützenliste eingetragen. Mal schauen, was die zu sagen haben. Alex Trivelato hier und sein zweites Tor hat er am Wochenende geschossen. Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich gut. Abgesehen vom Tor, ich finde, wir haben als Mannschaft gut gespielt und ich bin auch ganz zufrieden mit meiner Leistung. Und dass ich dann noch ein Tor geschossen habe, natürlich freut mich das extrem. Aber Hauptsache waren die drei Punkte und das haben wir ja gemacht. Freut mich auch zu sehen, dass ihr Jungs jetzt auf einer, ich sage jetzt mal, positiven Welle schwebt. Meinst du vom Gefühl her, vom Team im Moment, sind die Jungs recht positiv eingestellt und man spürt diese positive Energie? Ja, ich glaube, nach dem Düsseldorf-Spiel vor der Pause, da gab es so eine Veränderung so ein bisschen. Da sind wir so noch näher zusammengewachsen und das zeigt sich jetzt auf dem Eis. Und Eishockey kann doch viel Spaß machen. Da ist auf jeden Fall noch eine Menge Eishockey zu spielen, vor allem am nächsten Wochenende. Sicherlich kann man sich gegen Köln theoretisch gute Chancen ausrechnen, man weiß aber selber, es ist in Köln auch nicht einfach und Nürnberg ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die momentan auch auf einer guten Welle schwebt. Wie siehst du das kommende Wochenende? Ja, das sind sicherlich zwei Supermannschaften. Nürnberg hat einen Lauf und Köln zu Hause, ich meine, da gewinnt man nicht so sehr einfach, aber ich meine, wir haben jetzt gut trainiert, wir sind echt positiv gestimmt und wir sind bereit für das Wochenende und ich hoffe, wir können da wieder Punkte mitnehmen. Auf jeden Fall, da wünsche ich mir viel Erfolg. Jetzt haben wir Philipp Hugisser, mal gucken, was der zu sagen hat und für dich alles Gute. Danke. Danke. Philipp Hugisser steht neben mir und er hat insgesamt 5 Tore geschossen und 1 davon im letzten Spiel. Thank you for having you. How is the feeling after you scored again and right now for the team it goes more up than down? Wie schaut's im Moment aus? Denn gerade geht die Pfeil nach oben und er fühlt sich ja auch nach dem Tor sicherlich ein bisschen besser. You know, it's a great first period last game and it's nice to get some goals. We've been struggling a bit lately with that, so you know, we're in a good steam right now and we got to keep it going. Try to get a little more lockdown at the back end, but you know, we got a good feeling right now. Auf jeden Fall sagt er ein gutes Gefühl nach der Zeit, die zurzeit war, und man hat auf jeden Fall ein super Drittel gehabt und das gibt natürlich noch mal Stärke. It is tough when you have tough games and you're kind of like the puck doesn't really do what you want, but right now it seems that the team found themselves and you hear more positive news from the surroundings here. What do you think, does that affect the team in a positive way? Wie schaut das aus im Moment mit den positiven Nachrichten um die Mannschaft und wenn der Puck vorher vielleicht versprungen ist vom Schläger, dass es jetzt wieder gut läuft? Wie beflügelt das die Mannschaft? I mean, I personally try not to focus too much on what goes around outside of here, but obviously we talk about it and it affects our daily day, but you know, the puck didn't bounce her away. Maybe didn't have that full intensity, but lately, the last couple of games, we've shown that. I think right before the break was 2 really good games for us where we showed some heart and the way we should be playing. So that was maybe a turnaround and hopefully we just keep it going. Er sagt auch, natürlich springt die Scheibe nicht unbedingt, wie man es möchte, aber letztendlich, wenn es nicht einfach ist, die Pause, die zeigte auf jeden Fall vor dem Pausenwochenende, dass man da mit großer und starker Brust nach vorne gehen kann. Und letzte Frage nochmal von mir an ihn. Ja, im Moment natürlich hat man so eine gewisse Sache hinter sich, so eine gewisse Hälfte, Saisonhälfte hinter sich. Wie hat er sich in Krefeld hier praktisch nochmal, ja, eingelebt und wie findet er im Moment, ja, überhaupt das Sein eines Krefelder Eishockeyspielers? Es ist ja doch sehr, sehr kleiner und etwas Eishockey-Stadtmäßiger hier, wie vielleicht jetzt in München oder woanders, ist ja doch ein Unterschied. So right now, how you feel as a Krefeld hockey player? I mean, when you go downtown, people know you and it's a small city. Can you compare it to your team in Denmark? Kann es auch mit Dänemark vergleichen? I mean, hockey isn't that big in Denmark, so it's only like 1,000 people who goes to the games where I played and they don't really recognize you, so... Here. But national team, I mean, people should cheer for that team too. Yeah, they do, but it's, you know, it's all like there's
what is there, 9 team in the Danish league, and the fans come from there, you know, it's not, and Copenhagen's big, like hockey is not really, so it's a different culture here with hockey. It's nice to have the fans going on home games, always buzzing and great feeling. So usually downtown they I haven't been stopped, so so maybe they don't like me, or they just, you know that it's tough not to like you, eh? I don't know about that. But yeah, I mean it's nice, you know, they let us be kind of. Ja, auf jeden Fall sagt er, also mal kurz zusammengefasst, in Dänemark ist es ein bisschen anders, ein bisschen, das Eishockey ist kleiner gehalten, wie hier bei uns in Deutschland, in Krefeld, in der Eishockeystadt. Und er sagt, es ist ein tolles Gefühl auf jeden Fall und er genießt es sehr. Ja, thank you very much for having you. I wish you a good rest of the season and hopefully more goals for everybody. Thank you. Thank you. Tschüss. Matthias Roos hier von den Krefeld Pinguin. Matthias, vielen Dank, dass du dich unserer Kamera stellst. Jetzt erstmal durch die ganzen Turbulenzen die letzten Tage und Wochen. Jetzt habt ihr ein Gespräch gehabt. Erzähl du mal ein bisschen darüber. Grundsätzlich hat man ein gutes Gespräch, ein konstruktives Gespräch. Und alle Parteien sind auf jeden Fall an einer außergerichtlichen Lösung interessiert. Und das ließ sich aber gestern jetzt noch nicht alles umsetzen. Deswegen werden wir die nächsten Tage die Gespräche fortsetzen und hoffen, dass wir bis nächste Woche Donnerstag dann eine Lösung präsentieren können. Ist die andere Partei, sage ich jetzt mal, auch gesprächsbereit und merkst du, dass die Kommunikation da irgendwo intakt ist, dass man da auf jeden Fall irgendwo auf einen Nenner kommt? Das kam gestern schon deutlich rüber. Der Dr. Peters hat uns auf jeden Fall vermittelt, dass er hier eine Lösung herbeiführen möchte, eine außergerichtliche, und dass er mit Herrn Ponomarev in einem guten Austausch ist. Und darauf basierend haben wir gesagt, dann haben wir auf jeden Fall jetzt eine weitere Woche, die wir uns nehmen sollten, um das dann hoffentlich auch umsetzen zu können. Konnte man denn auch ein bisschen die Spieler, ich sag mal, in Anführungsstrichen beruhigen, beziehungsweise denen das auch mitteilen, sodass die ein freies Köpfchen, sag ich mal, für die Wochenendspiele haben? Also ich habe die Mannschaft heute Morgen informiert, genauso wie auch die Kollegen von der Geschäftsstelle, das ein oder andere Gespräch zusätzlich geführt. Und also ich denke einfach, dass wir uns jetzt noch eine Woche weiter Zeit nehmen, um im Austausch zu sein, ist auf jeden Fall ein positives Zeichen. Letzte Frage natürlich, und da frage ich dich jetzt nur persönlich einfach, wie ist denn so dein Bauchgefühl im Moment? Was sagt dir das, wenn du morgens aufstehst? Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht, wie es ausgeht bis nächste Woche. Es gibt unterschiedliche Optionen und wir können das Beste hoffen. Wir geben hier alle weiter Gas, versuchen das hinzubekommen. Die Mannschaft macht ihren Job. Letzten beiden Heimspiele gewonnen, 4 von den letzten 6 Spielen. Das ist der Teil, den wir kontrollieren. Und die Gesellschafterebene können wir nicht kontrollieren. Da hoffen wir, dass das passende Ergebnis bis nächste Woche Donnerstag steht. Also man sieht, die Geschäftsstelle inklusive Matthias Roos gibt Gas. Die Mannschaft gibt Gas im Moment und zeigt gute Ergebnisse. Jetzt natürlich ihr da draußen gefragt, was ihr gemacht habt, finde ich sensationell. Kann man ja auch so sagen, der Marsch durch Krefeld. Ihr habt alle gezeigt, dass ihr schwarz-gelbes Blut habt und das Herz hier bei dem Pinguin schlägt. Nun müsst ihr so weitermachen, die Mannschaft tatkräftig unterstützen und am Ende hoffen wir, dass wir ganz, ganz großes Eishockey in der Zukunft hier sehen werden und hoffentlich keine schlechten Nachrichten kommen. Vielen Dank, Matthias. Gerne. Das war's nun wieder mit der Folge Am Rande der Bande. Morgen möchte ich ganz viele von euch sehen in der Jaila Arena 19.30 Uhr gegen einen Gegner, der momentan hoch aufspielt. München geschlagen, Schwenningen geschlagen. Das ist natürlich ein harter Brocken, aber für die Jungs natürlich auch machbar in der momentanen Verfassung. Am Sonntag wiederum, 18 Uhr in Köln, kann man sich rein technisch und theoretisch vielleicht die höhere Chance ausrechnen. Jedoch, die Kölner zu Hause können auch überraschen. Also einfach wird's nicht. Aber dennoch denke ich, die Zukunft schaut gut aus. Denn vielleicht habe ich demnächst ein paar gute Interviewpartner, die mir schon ganz, ganz schöne und positive Sachen fürs Krefelder Eishockey verklickern können.